Wenn ihr uns ins Guggenheim-Museum begleiten wollt, die irische Lady und den Frankie an einem fucking kalten Tag in New York, dann schaut euch das Video an. Ich glaube, es lohnt sich. Da ist doch ein bisschen Kunst am Start. Minus 10 Grad in New York. Hallo YouTube. Hallo liebe Zuschauer. Ja, ihr seht die irische Lady hier an meiner Seite. Und ja, was macht man bei minus 10 Grad in New York? Erstmal zieht man sich warm an, ne? Ja. Man braucht wirklich warme Klamotten. Und wir haben uns überlegt, wir gehen in ein Museum. Wir gehen ins Guggenheim Museum. Und das ist in der Nähe vom Central Park. Wir stehen auch hier schon im Central Park. Ich schwenke mal gerade hier. Wunderbares Wetter eigentlich, aber es ist natürlich extrem kalt. Wir haben so 4 Kilometer Fußmarsch bis zum Guggenheim Museum und ich hoffe, dass ja, ich euch da mitnehmen kann mit dem Pocket 2 und da ein bisschen filmen kann, ein paar Fotos machen kann, mit dem iPhone vielleicht, und dann vielleicht ein kleines Video draus schneide und mal gucke, ob sich das lohnt. Ne? Also jetzt erstmal ein paar schöne Impressionen hier, walking through the Central Park bei minus 10 Grad im Winter und dann ein bisschen Guggenheim Museum hoffentlich. Bis gleich. Ja, hier am Lake, alles zugefroren, eiskalt, aber schön und mal nicht so viel los. Ich kann mich mal kurz drehen, hier ist normalerweise die Hölle los an der Fontäne. Aber sehr schön. Übrigens zum Guggenheim Museum, wir haben die Tickets vorher online bestellt, $25 das Stück. Und das ist jetzt in die Richtung da. Und dann schauen wir mal, ich glaube noch so 20 Minuten Fuß.
ein anderes Museum, wo wir gerade hier vorbeikommen, das Met Museum, Metropolitan Museum. Auch sehr interessant. Das werde ich auch ganz sicherlich mal bei schlechtem Wetter oder so mir mal anschauen. Aber jetzt geht's weiter da Richtung Guggenheim. Ja, da im Hintergrund ist das Guggenheim Museum. Ich habe hier mal kurz Wikipedia aufgemacht. 1939 gegründet das Museum für moderne Kunst in der Fifth Avenue direkt am Central Park gelegen. Und ihr hört schon wieder, der New York Sound ist am Start. Gerade heute ist eine aktuelle Ausstellung von Wassily Kandinsky drin, das ist so ein moderner Maler. Und People in Masks, also naja, People in Masks haben wir eigentlich genug hier am Start. Aber am Ende des Tages liegt ja so der Schwerpunkt auf moderne Kunst und natürlich das Interieur und wie das Ding gebaut ist, ist natürlich auch sehr interessant. Da werde ich aber sicherlich mal mit der Kamera wiederkommen, um da vielleicht ein paar Aufnahmen zu machen. Wir werden auch erstmal sehen, ob ich da überhaupt drin filmen kann. Also lass uns mal reingehen. Wir sind jetzt hier in der Tannhauser Collection und die irische Lady kennt sich sehr gut aus hier, ne? Ja. Sie hat das sozusagen in der Schule gelernt, ne? Und wirklich tolle Sachen, Picasso, Monet, was haben wir hier? Renoir. Also ich bin begeistert und man darf filmen und fotografieren, allerdings nicht mit Blitzlicht. Aber ich zeige euch jetzt mal wieder noch ein bisschen was. Picasso, the Virgin on the Tree.
Ja, wirklich eine super Sache hier, oder? Hat richtig Spaß gemacht. Wir gehen jetzt nochmal runter zu den Klassikern, weil die uns wirklich am besten gefallen haben. Aber auch hier Kandinsky war gut. Und diese Waring Mass Geschichte, das ist so eine Künstlerin. Waring aus England. Genau, Waring, und die da mit den Masken da gearbeitet hat. Und diesen Fotos, die waren auch ziemlich interessant. Manchmal ein bisschen weird, aber am Ende des Tages wirklich gut. Und die Architektur natürlich hier von dem Museum ist auch sensationell. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, gleich draußen nochmal zum kleinen Fazit im Central Park wieder. Ne? Ja. Hier mit Maske ist ein bisschen blöd. So, ja, das war doch wirklich toll. Und ich glaube, wir suchen uns mal gerade hier einen schönen Platz für eine kleine Abmoderation hier. Ja, vielleicht sogar hier. Lassen wir die Leute vorbei. Also ich fand es wirklich cool. Am besten hat dir gefallen, was? Monet, Picasso und Cézanne. Genau, und die Klassikerabteilung. Dann gab es eine schöne Ausstellung von Wassily Kandinsky, der natürlich so ein bisschen so, ja, hatte ich früher mal in der Schule gelernt, so ein bisschen abstrakt unterwegs ist. Und dann war aber dieses, wie hieß die Frau? Julian Waring. Und die hat so eine Art Fotos mit Masken gemacht von ihrer Familie oder was? Ja, Familie und Bekannte. Ne? Ja. Das war wirklich interessant. Und das ist ein echt auch ein beeindruckendes architektonisches Gebäude hier. Ich kann's noch mal, da kann man es noch mal ein bisschen sehen. Wirklich schön, schön ruhig da drin. $25 pro Person. Ich weiß, dass man, glaube ich, irgendwann mal so abends an irgendeinem Tag kommt man für 2 Stunden ein bisschen günstiger rein. Da kannst du pay what you want. Ja. Kannst du für 2 Stunden, das reicht auch. 2 Stunden reichen auch vollkommen aus. Ja. Ne? Also das ist vollkommen ausreichend. Ein paar Sachen wurden auch renoviert. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, da waren 2 Stunden für ausreichend. Und jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns, denn es wartet auf uns ein... Gesunder Burger. Ein gesunder Burger, ja, den wir jetzt mal testen werden für unsere Video-Burger-Serie mit dem Holger. Wir gehen jetzt nochmal durch den Central Park zurück. Da gibt es vielleicht noch ein paar schöne Aufnahmen in der Goldenen Stunde. Vielleicht gibt es auch gleich nochmal eine kurze Aufnahme von dem Burger. Dann sagen wir Tschüss aus dem kalten New York und machen uns ab in den Central Park. Bye, bye. Geheimtipp sein. Ne? Sieht ziemlich cool aus hier und wir haben jetzt bestellt 2x Cheeseburger, Works, also alles drauf, French Fries, 2 Coke, $40.98 Mahlzeit. Aber wie gesagt, wir haben Hunger und die irische Lady ist ohne Hunger, mit Hunger nicht zu ertragen. Aber ein cooler Laden hier, ich drehe euch mal. Definitiv gut.
Ne? Die Fritten sind gut, ne, Dalek? Ja. Und allerdings $40 für beide zusammen ist natürlich auch ein stolzer Preis, aber New York-Preis halt. Aber lecker ist auf jeden Fall.